Ramazan Özcan, Rambo bei mir jetzt bei FCI TV. Rambo, am Ende eines Jahres kann man immer zurückschauen. Ich glaube, der FC Ingolstadt, eines der erfolgreichsten Jahre in der Vereinsgeschichte, wenn nicht das erfolgreichste. Wir haben Geschichte geschrieben, Bundesliga-Aufstieg. Wenn du zurückschaust, was bleibt dann übrig von 2015? Ja, ich glaube, es war ein wunderschönes Jahr. Leider sind jetzt ein bisschen noch die Stimmungen getrübt in der Kabine und wir wollten unbedingt mit einem Erfolg das Jahr beenden. Aber wenn ich so zurückblicke, wie wir das Jahr begonnen haben, was da im Sommer hier alles los war auf dem Rathausplatz, dann kriege ich schon Gänsehaut. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Als ich hier angefangen habe 2011, konnte man noch jeden Zuschauer einzeln noch hören und verstehen, auch wenn er einen Schluck aus seiner Bierflasche genommen hat oder aus dem Bierbecher. Und jetzt haben wir es geschafft in der Bundesliga, jedes Spiel ausverkauft und mit unseren Fans im Rücken, denke ich, haben wir trotz alledem eine gute Hinrunde gespielt und es war, glaube ich, für den Verein, seit ich hier bin, das schönste Jahr ich hoffe, wir beginnen gleich im neuen Jahr mit einem positiven Erfolg. Es gibt sogar noch was Positives zu vermelden. Du bist ja sehr beliebt bei den Fans und deshalb für dich und für die Fans unterm Weihnachtsbaum können wir hier verkünden. Du bleibst uns weitere 3 Jahre erhalten beim FC Ingolstadt, hast deinen Vertrag verlängert. Aus welchen Beweggründen wolltest du hier weiterbleiben und Geschichte weiter neu schreiben mit den Schanzern? Ja, ich denke, jeder, der mich kennt und der die Spiele sieht, weiß, mit wie viel Herz ich an diesem Verein hänge. Das ist nicht nur unter Anführungszeichen ein Arbeitgeber, das ist schon eine Herzensangelegenheit geworden und unsere Gespräche waren sehr ehrlich, sehr offen, sehr positiv und dann war für mich auch klar, kurz zusammensitzen mit der Familie und wir fühlen uns alle sehr wohl hier. Wir haben was begonnen, was ich gerne weiterführen möchte mit dieser Mannschaft, mit diesem Verein, mit diesen Fans im Rücken. Das macht wirklich Spaß ich freue mich. Ich freue mich bis 2019 für die Chance, das spielen zu dürfen, zu können. Und ich hoffe, wir erleben noch viele schöne emotionale Momente und von mir aus noch ganz, ganz viel Gänsehautmomente. Da freuen wir uns drauf und sagen vielen Dank und alles Gute weiterhin. Vielen Dank, Dankeschön.